Am Tag nach seinem Treffen mit Edward Snowden hat der Grünen-Politiker Ströbele Einzelheiten aus dem Gespräch bekannt gegeben. Er veröffentlichte einen Brief, den der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter gestern bei dem Treffen in Moskau unterschrieben hatte. Darin erklärt Snowden sich grundsätzlich bereit, in Deutschland zur NSA-Späh-Affäre auszusagen. Vorher müsse aber seine juristische Situation geklärt werden, denn die USA verlangen nach wie vor Snowdens Auslieferung. Diesen Brief hat der Grünen-Politiker Ströbele aus Moskau mitgebracht, unterschrieben von Edward Snowden. Er sei zuversichtlich, schreibt Snowden, dass es mit Hilfe der internationalen Staatengemeinschaft gelingen werde, die USA von ihrer harten Linie ihm gegenüber abzubringen. Dann würde Snowden gerne helfen, aufzuklären. Er kann sich vorstellen, nach Deutschland zu kommen, wenn gesichert ist, dass er danach in Deutschland oder in einem anderen vergleichbaren Land bleiben kann und dort sicher ist. Das hieße, so Ströbele, Asyl oder Aufenthaltsrecht in Deutschland. 3 Stunden hatte Ströbele gestern in Moskau mit dem ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiter geredet. Dabei ging es auch um die Frage, ob Snowden in Deutschland aussagen könnte. Der Bundesinnenminister zeigt sich inzwischen aufgeschlossen. Wir sind dankbar, wenn irgendwas kommt, egal ob durch Herrn Ströbele oder Briefe oder sonst was. Und wir werden Möglichkeiten finden, wenn Herr Snowden bereit ist, mit deutschen Stellen zu sprechen, dass auch dieses Gespräch möglich ist. Auch die SPD befürwortet eine Zeugenaussage Snowdens, allerdings mit Einschränkungen. Wenn es eine Möglichkeit gibt, Edward Snowden als Zeuge zu befragen, ohne ihn in zusätzliche Schwierigkeiten zu bringen und ohne die deutsch-amerikanischen Beziehungen zu ruinieren, dann würde ich diese Möglichkeit gerne nutzen. Auch eine Vernehmung in Moskau sei problematisch, berichtet Ströbele, denn Snowden unterliege in Russland strengen Auflagen. Snowden in Moskau zu befragen wäre also schwierig, aber wenn er aus Russland ausreist, verliert er nach Angaben seines Anwalts seinen Asylstatus. Und auch in Deutschland würden sich rechtliche Probleme auftun, denn die Bundesrepublik hat ein Auslieferungsabkommen mit den USA. Gestern hat er es klargestellt, nach Deutschland kommt Snowden nur, wenn ihm vorher zugesichert wird, dass ihm nichts passiert. Einen Asylantrag könnte er aber erst stellen, wenn er bereits deutschen Boden betreten hat. Doch schon jetzt könnte der Innenminister Edward Snowden eine Aufenthaltserlaubnis erteilen. Voraussetzung, sie dient der Wahrung politischer Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Wenn ein möglicher Untersuchungsausschuss Snowden als Zeugen möchte, ließe sich das wohl annehmen. Allerdings, die USA haben bereits vorsorglich ein Auslieferungsersuchen in Deutschland gestellt. Die mögliche Aufenthaltserlaubnis würde dann aber in einen Konflikt geraten, und zwar mit dem Auslieferungsabkommen, dass die EU und Deutschland mit den USA haben. Man müsste dann einen Grund finden, um so eine Auslieferung abzulehnen, etwa weil es sich um eine politische Straftat handelt. Das letzte Wort bei Auslieferungen hat immer das Bundesministerium der Justiz. Von dort müsste die klare Ansage kommen, Deutschland liefert nicht aus. Einfacher wäre eine Vernehmung Snowdens in Russland. Rechtlich ist das durchaus möglich, einen Zeugen, der im Ausland sitzt, auch dort im Wege der Rechtshilfe vernehmen zu lassen oder auch durch die Mitglieder des Ausschusses selbst zu vernehmen. Man ist allerdings dann auf die Zusammenarbeit mit den russischen Behörden vor Ort angewiesen. Snowden wäre wohl auch als Zeuge für die Bundesanwaltschaft interessant. Sie könnte wegen Spionage gegen einzelne Mitglieder des US-Geheimdienstes ermitteln. Ein offizielles Ermittlungsverfahren ist noch nicht eingeleitet. Erst dann wäre eine Zeugenaussage Snowdens im Strafverfahren überhaupt möglich.